Was geht ab, ja? Willkommen zurück zu Splatoon 2 Online. Es gibt eins nice Splatfest-Ankündigung und zwar mit dem wunderschönen Thema. Gurken auf dem Burger sind widerlich. Oder Gurken auf dem Burger sind lecker. Wie ist eure Meinung? Seid ihr gegen Gurken auf Burgern? Oder wäre für euch ein Burger ohne Gurken unvorstellbar? Wie kann die jemand mögen? Damit ruiniert man sich den ganzen Burger. Man kaut so genüsslich vor sich hin und dann, knack, die Gurke. Ich bin mir nicht mal sicher, was ich schlechter finden soll. Das Knacken der Gurke oder das PlayStation-Spiel Knack. Du warst also ein Kind, das keine Stückchen im Essen mochte, ja? Auf dieses bittere, einfach widerliche Stückchen kann ich gern verzichten. Schon gut, ist doch nur eine Gurke mit ein bisschen Essig. Nicht ausflippen. Ich jedenfalls liebe Gurken. Gib mir doch einfach deine. So hat jeder was davon. Nein, keine Gurken. Runternehmen macht den Burger nicht wieder gut. Das ist alles schon kontaminiert. Und überhaupt, denkst du an die Seegurken unter unseren Fans? Das ist nicht mal annähernd dasselbe, okay? Ich finde, du könntest den Seegurken gegenüber etwas einfühlsamer sein. Und du solltest aufhören, Gurken so zu hassen. Die sind nämlich lecker. Und was denkt ihr? Ja, hauen sie das natürlich raus, meine lieben Fräuleins. Jetzt aber erstmal eine neue Arena, und zwar das Arowana Center. Fantastisch! Eine Map, die es auch schon in Splatoon 1 gegeben hat, ja. Wisst ihr Bescheid. Und die 96 Gallon Deko. Warte mal, haben wir die nicht schon bekommen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich die nicht schon mal getestet gehabt? Oder kam nicht letztens noch eine 96er Dingens raus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Online. Heute geht es uns aber nicht um die Waffe, die rausgekommen ist, sondern heute geht es ums Splatfest-Thema. Ja, Gurken auf Burgern versus keine Gurken auf Burgern. Oder versus Gurken auf keinen Burgern. Ich bin mir nicht sicher, wie man das am besten aussprechen soll. Ihr habt es ja schon anhand des Titels und anhand des Thumbnails gesehen, wie man das handeln kann. Und heute werden wir, wie gesagt, ein bisschen darüber reden. Let's go, ja. Ich schaue übrigens, dass ich dieses, ja, wunderschöne Video hier, diesen Part, etwas vorverschiebe, weil ich habe ein bisschen Vorrat in Splatoon 2. Deswegen muss ich gucken, dass ich diesen Part, weil er halt noch ein bisschen tagesaktueller ist, nach vorn schiebe. So, wir gehen direkt mal in den Kampf rein. Und ich schneide das jetzt hier nicht raus, jedenfalls den Anfang. Nach dem ersten Kampf denke ich mir bestimmt so, ja, moin, Brudingos, so let's us cutting this. Aber jetzt erstmal, wenn wir so im Sprechflow sind, dann lassen wir das sein. Das bisschen Wartezeit, ich glaube, das könnt ihr ganz gut entbehren, ne? Gut. Also ja, diskutieren wir heute wie bei jedem anderen Splatfest-Thema über das Thema Gurken versus keine Gurken auf Burgern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema, ja, es gibt wichtigere Themen, die man besprechen kann, die man thematisieren kann. Aber ich sag mal so, besser als gar nichts. Und es gibt ja echt diese zwei Arten von Menschen. Also ich finde das Splatfest, um es mal ganz einfach zu sagen, direkt mal zu Anfang, ich finde es nicht scheiße. Das Splatfest ist nicht scheiße, ich finde es okay. Es gibt bessere Fragen, die man sich hätte stellen können. Aber letzten Endes ist okay. Da braucht man sich jetzt nicht so für verausgaben oder ausrasten. Ich habe das Gefühl, die guten Themen kommen noch. Und wenn es halt noch 10 weitere Splatfests sind, die mittelmäßig sind, dann kommt halt beim 11. Splatfest mal eine gute Frage bei rum. Ja? So helfen Sie doch please mal eins bisschen Geduld. Ja, aber wie gesagt, ich kann nur das sagen, was ich euch gerade eben gesagt habe. Und zwar, dass das Splatfest gar nicht mal so schlecht ist. Weil, wie gesagt, gibt es zwei Arten von Menschen. Die Art von Mensch, die keine Gurke auf dem Burger haben will, und die Art von Mensch, die Gurken auf dem Burger haben will. Es gibt echt diese zwei Parteien. Es gibt wahrscheinlich, gut, es gibt wahrscheinlich immer einen Mensch, der sagt, ja, ich finde beides okay, aber so das Polarisierendste von allem ist halt, dass es entweder Leute gibt, die keine Gurken auf dem Burger mögen oder die halt Gurken auf dem Burger mögen. Verdammt, was für ein Thema ist das denn hier? Das ist ja verdammt nochmal disgusting und zungenbrecherisch. Gut, das war's mal wieder komplett, meine lieben Fräuleins. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Amana Koi. Ha. Ja, was geht ab? Bruders?
Geht's dir gut? Dann eben nicht. Ja, also. Es gibt diese beiden Parteien. Ja, und die meisten, also jedenfalls, das ist ein Thema, das auch schon früher in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit die Runde gemacht hat. Diese eine Frage von wegen, ja, was findet ihr besser? Gurken auf Burgern oder nicht Gurken auf Burger? Was ist in eurer Meinung nach eurem Interesse besser? Also da gab es halt die einen, die haben sich halt bei Mc's hingestellt und haben jedes Mal die Gurken vom Burger runtergemacht und ich denke mir so, Alter, euer Ernst, so? Vor allem so diese, das, was gerade eben gesagt worden ist. Okay, das war's mal wieder komplett. Liken und bewerten nicht vergessen. Und kommentieren nicht vergessen. Lol. Das war's auch mal wieder komplett. Okay, alles klar. Ja, also wie gesagt. So oft bei McDonald's zum Beispiel, damals in den guten alten Realschulzeiten, gab es halt Kollegen von mir, die halt jedes Mal, nachdem sie irgendwie einen Cheeseburger oder so gekauft haben, die Gurke vom Burger gemacht haben. Ich denke mir so, ist euer Ernst? Dann gib mir wenigstens die Gurke, damit ich die essen kann. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon den Punkt gefunden, für den ich stehe. Und zwar, ich stehe auf Gurken, auf Burgern, ja? So. Wer jetzt was Perverses denkt, von wegen Gurken, ich wollte gerade eben auch schon in der Nachrichtenschau von Marina und Perla etwas Perverses raushauen, aber das habe ich mir dann doch erspart oder ich habe es vergessen. Ja, na, diese kurze, feine Gurkendiskussion von wegen Marina und Perla. Und bald gibt es bei Matheunterricht keine Kurvendiskussion, sondern eine Gurkendiskussion, lol. Ja, die Gurkendiskussion, die wir auch heute hier natürlich feinst säuberlich ausdiskutieren werden. Was finde ich denn an Gurken gut? Auf den Burgern. Wie gesagt, nicht pervers denken, ihr Schweine. Meine Güte. Was finde ich denn an den Gurken so gut? Bist du ein Brudes? Ich glaube schon, weil du bist ein Cast. Boy! Und als Cast, Boy! Kennt man auch unter anderem vielleicht mich. Jetzt ist es natürlich keine Standard- Das ist kein Standard, aber trotzdem. Vielleicht hat der gute Herr wegen mir auf cool gedrückt. Das kann sein. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Beim Gurkenthema, ne? Welche die Nation natürlich wieder spalten wird. So spalten wie Spaltung 2 die Teams spaltet. Und zwar in 2-4er-Teams. So krass wird dieses Thema das Land spalten. Am Ende des Tages werden 4 Leute für Gurken abstimmen und 4 gegen, ja, Gurken halt. Also 4 werden für keine Gurken stimmen. So. Aber was finde ich denn an Gurken überhaupt gut? Ich finde, diese Gurken geben dem Burger erst so den richtigen Geschmack. Wie gesagt, dieses essighaltige, dieser saure Geschmack. Halt, Sauergurken, was willst du dazu sagen? Das war's mal wieder komplett. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich liebe diesen Spruch, Alter. Und der ist nicht mal von mir. Das finde ich schade. Hätte ich auch drauf kommen können. Naja. Shoutouts an ApoRed, der diesen Spruch häufiger mal bringt, wenn er irgendwie stirbt oder wenn er jemanden umbringt oder so. Genauso wie das auf Trocken am Start. Ich bin echt ein ApoRed 2, kann das sein? Mein Gott, ich habe gesündigt. Da guckt man einmal in ApoRed-Livestream, wo er Fortnite spielt und dann muss man sich über diese Sprüche kaputt lachen, weil die einfach so kaputt sind. Und dann übernimmst du die in deinen Wortschatz. Auf deinen Nacken. Aber wie gesagt, dieser wunderschöne, saure Geschmack, der darf auf dem Burger einfach nicht fehlen. Das ist einfach die Grundzutat, ja? Also, Sauergurken oder generell Gurken, das sollte ein Grundnahrungsmittel werden. Ist euch mal aufgefallen, dass Gurken eigentlich nichts anderes sind als ungesüßte Melonen? Und Wassermelonen sind halt dementsprechend gesüßte Gurken. Ohne Witz vom Fruchtfleisch kommen die sich so ähnlich. Aber ja. Worauf ich hinaus will, Essiggurken, ja. Die schmecken dann wahrscheinlich wie veressigte, eingelegte Wassermelonen. So ungefähr. Mit Zuckerentzug. Das wird's wahrscheinlich sein. Okay, das war's mal wieder komplett für dich.
bewerten und kommentieren nicht vergessen. Okay. Ich sollte das nicht so oft benutzen. Und ich will auch eigentlich gar nicht. Ich benutze das eigentlich ironisch. Genauso wie das auf Trocken am Start. Das nutze ich auch ironisch. Ja. Also wie gesagt, ich finde halt... Dieser individuelle Geschmack. Dieser einzigartige Geschmack. Ja. Das ist das, was den Burger ausmacht. Und jeder, der dann irgendwie sagt, ja... Nein. Weg mit den Gurken. Oder wie der gute Markus Props an der Stelle sagen würde, haut den Schurken auf die Gurken. Hier mache ich es mal umgekehrt und sagt, haut mit den Gurken auf die Schurken, denn die, die keine Gurken mögen, sind die Schurken. Und dementsprechend schließt sich da der Kreis, jawohl. Ja, und dementsprechend werde ich jeden, der in den Kommentaren sagt, dass er Gurken verabscheut, Sauergurken verabscheut, der wird geklatscht. Ja. Im nächsten Spaltoon-Match. Nicht in real life. Dass wir uns hier verstehen. Ja. Das finde ich halt an Gurken so gut. Ja, das ist halt ein Zusatz, wie zum Beispiel Salat auf dem Burger. Wobei Salat eigentlich nichts irgendwie geschmacklich verändert. Das ist einfach nur, weiß ich nicht, Wasser, das irgendwie von ein paar Pflanzschichten umgeben ist. Keine Ahnung. Und Gurken sind da komplett anders. Die haben übrigens noch einen eigennützigen Geschmack. Deswegen finde ich auch irgendwie Salat auf einem Burger jetzt nicht ganz so nötig. Auch wenn es natürlich den Burger erfrischt und erst so richtig vital macht wie eine Gurke auch. Weil dieses Fruchtige, beziehungsweise das Wässrige, das Knackige des Salates oder der Gurke, das macht den Burger erst aus. Ne? Wenn du halt auf so einen Burger drauf beißt, der hat wirklich nichts anderes hat, außer jetzt eine Bulette, sei es jetzt vegetarisch oder fleischhaltig oder Käse und Ketchup und sonst gar nichts. Da fehlt doch was, Mann. Das ist genauso wie wenn auf dem Döner zum Beispiel der Salat fehlt oder was weiß ich. Packt man auch Gurken auf den Döner drauf? Wenn es so ist, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Das gehört dazu. Ihr verpasst was, wenn ihr das nicht benutzt. Und ganz ehrlich, das ist jetzt so die Doppelmoral, ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, ich hasse Käse und essen dann irgendwie Käse, der auf Pizza ist oder auf Burgern ist. So. Die mögen, die hassen es, Käse zu essen, aber auf einer Pizza oder auf einem Burger mögt ihr Käse oder was? Okay. Ihr seid ja sehr Interessés. Sehr Interessés. Erzählt mir bitte mal mehr. Weil das macht keinen Sinn. Aber ich reibe mich jetzt auch mal in diese Doppelmoral ein, weil ich bin jemand, der diese Sauergurken nicht gerne roh isst, auf Hand. Bin ich nicht. Ich kann das nicht. Das finde ich halt komisch. Aber so als Zutat auf einem Burger oder sowas, das finde ich gut. Das schmeckt. Das schmeckt. Ja. Aber das ist auch so der einzige Moment. Okay, das war's mal wieder komplett. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ja, also, was soll ich sagen? Nennt mich den Doppelmoralisten, weil ich Sauergurken auf der Hand nicht essen kann, aber auf dem Burger oder auf anderen Lebensmittelprodukten schon. Ja, los. Steinigt mich. Ich habe gesündigt, oh Herr. Aber das ist auch so eine Sache der Sauergurken. Ne? Die sind ja auch ziemlich, ich sag mal so, die polarisieren auch mit ihrem Geschmack. Und das nicht zu knapp. Gurken zum Beispiel. Normale Wassergurken. Nennt man die so? Ich meine, ich habe so einen Teil in der Hose. Aber nennt man die wirklich so? Salzwassergurken, Salzgurken. Ich glaube, die haben Salzgurken. Kann das sein? Die zum Beispiel, die esse ich ganz gerne so per Hand. Weil die sind schön wasserhaltig, knackig, kann man mal so zwischendurch essen. Aber Sauergurken, ich weiß nicht, der Geschmack im Mund, der wird auch viel zu sauer und viel zu essighaltig. So. Das muss man dezent genießen, wisst ihr? In kleine Stücke schneiden, auf einen Burger packen oder auf eine Pizza oder auf einen Döner oder was weiß ich wo drauf. Und da gibt das dem Geschmack so die richtige Würze. So per Hand essen, nein. Aber so als klein gehacktes etwas, ja. Was lernen wir jetzt aus dieser Debatte? Eigentlich nicht viel.
eigentlich, dass ich, ja, also ich sag mal so, ich bin der Meinung, ja, dass diese Gurken auf Burger gehören. Wegen diesem Geschmack, der dem Burger erst im richtigen, die richtige Würze gibt. Und das auf, das wortwörtlich, Alter, Real Rap, das ist wortwörtlich zu nehmen. Ohne heilige Scheiße, das ist... Das gibt dem Burger erst die richtige Würze, den richtigen Geschmack. Und meines Erachtens ist jeder, der diese Gurken nicht auf dem Burger mag, kein Mensch. Ja, ich meine, da gibt es auch diese Leute, das sind auch so diese Doppelmoralisten, die dann bei McDonald's sind, sich so einen Cheeseburger oder so holen und dann diese Gurke runtermachen und dann den Burger essen. Schon mal daran gedacht, dass der Gurkenschmack trotzdem da drauf ist? So, dann müsst ihr beim nächsten Mal aber eigentlich ja einen Burger ohne Gurken bestellen. Ja, ihr kleinen Doppelmoralisten. Ihr mögt die Gurke augenscheinlich nicht. Aber dann, wenn sie weg ist und der Geschmack trotzdem da ist, dann wollt ihr den Burger trotzdem essen. Ihr seid ja sehr interessant. Okay, das war's mal wieder komplett. Nice HD. Coolier. Ja, das verstehe ich nicht. So, zum Beispiel, gut, ich bin auch jemand, der diese, oh, wie nennt man diese Teile, diese grünen, oh, diese grüne, oh, ich weiß es nicht, das ist keine Paprika oder so, aber die kommt auch auf den Burger, das ist so eine Jalapeno vielleicht, sind das Jalapenos, so eine Jalapeno, die auf den Döner kommt, die, werfe ich halt auch jedes Mal weg, bevor ich den Döner esse, weil ich finde die zu scharf, wobei ich manchmal auch ein Mensch bin, der diese grüne Jalapeno manchmal drauf lässt, manchmal nicht. Ja, ich bin auch ein Doppelmoralist, ja? Nennt mich ruhig so! Okay, das war's mal wieder komplett. Amana Koi. Okay. Aber ansonsten, wie ist eure Meinung? Für welches Thema habt ihr abgestimmt? Hashtag Gurken oder Hashtag No Gurken? Und wenn ja, begründet auch, warum das so ist. Ja? Weil natürlich interessiert mich auch, was ihr denn dazu denkt. Was ist eure Meinung zu den Gurken? Haut ihr den Gurken auf die Schurken oder haut ihr die Schurken auf die Gurken? So hauen sie raus. Thanks. Und bitte auch begründen. Thanks. Weil das würde mich ja schon sehr interessieren, was ihr denn dazu sagt. Ich werde auch gleich euch mal zeigen, worauf es in meinem... Oh, in meiner Meinung ankommt, ja. Und zwar, dass Gurken halt überlebenswichtig sind. Saure Gurken auf dem Burger. Sehr relevant. Ein sehr wichtiger Bestandteil eines jeden Burgers. Da kann keiner etwas gegen sagen. Ja. Sauergurken gehören da drauf. Nicht so als fette Sauergurke, die man einfach so auf den Burger drauflegt, wie bei, weiß ich nicht, irgendwelchen RTL 2 Assi-Content-Serien. Nein, aber als dezentes Genussmittel, um den Burger nochmal so ein bisschen Geschmacks zu intensivieren, ja. So, das ist meine Meinung. Ich stehe auf Gurken auf Burgern. Und bitte nicht pervers denken, ihr Schweine. Ja, und dementsprechend habt ihr jetzt auch schon in der letzten Viertelstunde rausgefunden, was denn so mein Begehr ist auf Burgern. Und deswegen stimme ich für Pro-Gurke. Lecker. Let's go. Also, thanks. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haut rein und ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von Spaltung 2 sehen wollt, dann, ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich den Waffentest oder wenn das Arowana Center auf Trocken am Start ist, dann gibt es die Arowana Center Map als Test.